Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir haben ja das letzte Mal im Zug aufgehört und haben gesehen, dass Agnes scheinbar eine Mission für uns hat. Ich brauche einen kleinen Rat. Ja, das werden wir uns auch mal anschauen. Generell habe ich mir jetzt gerade nochmal die Karte angeguckt und wir haben ziemlich viel zu tun. Also neben diesen mehreren kleineren Erinnerungen sind hier ganz viele neue Hauptmissionen für Evie und Jacob aufgetaucht, was die Sequenz 5 angeht. Also wir werden noch einiges zu tun haben, neben den Bezirken, die wir ja noch einnehmen wollen. Unter anderem hier immer noch Cletus, der uns ja also ziemlich aufs Maul gegeben hat. Aber gut, ich würde jetzt erstmal sagen, wir fangen mit Agnes an. Und den Verfolger verfolgen. Den Verfolger verfolgen. Zugversteck. Empfohlen ist Level 3. Locken Sie Agnes Verfolger zurück in den Zug. Okay. Ja. Machen wir doch mal. In den letzten Tagen, als ich meine Runden drehte, da lief mir plötzlich so ein Schwachkopf hinterher. So ein ganz nervöser. Der hat nichts Gutes im Sinne. Ich sag dir was, mach wie immer deine Runde. Wenn er auftaucht, behalte ich ihn im Auge. Wenn wir zurückkommen, ziehst du ihn in den Zug. Ei, alles klar. Den Treffpunkt erreichen. Wo ist der denn? Okay. Muss ich im Zug bleiben oder kommen wir da automatisch hin? Ich warte mal ab. Ich würde sagen, es ist Zeit auszusteigen. Wenn ich aussteigen kann. Ah, jetzt. Okay, dann wollen wir doch mal. Der Seilwerfer ist echt schon eine geniale Sache. Gefällt mir. Agnes, sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ist nicht wahr. Mir ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher? Sicherer geht nicht. Da ist er. Der Gauner. Okay, dann verfolgen wir ihn noch mal. Und schauen, was er von unserer Agnes will. Verstecken Sie sich vor jemandem. Ich hoffe, wir müssen ihn nicht allzu lange verfolgen. Weil ich sag mal, es sind jetzt nicht so meine Favoriten-Missionen, was das jetzt angeht. Weil man muss auf ihn warten. Kann nicht wirklich was anderes machen in der Zeit. Aber gut. So ist das eben. Wie gesagt, hoffen wir einfach, dass es nicht allzu lange dauert. Ah, okay. Damit kann ich leben. Außer es geht gleich noch weiter. Das kann natürlich auch sein. Du blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Gang? Welche Gang soll das sein? Ich glaube, sie ist in einem Zug. Klingt nach den Bastarden, die Kaloch besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern, die schalten wir aus. Da ist sie ja. Die da, die von diesem Vollidioten verfolgt wird.
Alle Scharfschützen per Luftattentat töten. Wer ist der Kerl, der ihr folgt? Das war nicht wirklich Luftattentat. Aber ist okay. Oh Gott. Das war nicht so gut. Halt! Ich komme rüber! Kumpel? Dürfte ich dich. Du da drüben! Keine Bewegung! Okay. Du bist eine tote Frau! Wo jetzt? Du da oben, okay. Agnes, keine Sorge. Kriegen das alles hin. Agnes, ist alles in Ordnung, Liebes? Natürlich. Warum auch nicht? Hier ist eine ganze Gang auf den Fersen. Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Sei doch nicht albern. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Ah, da, okay. Ich wollte gerade sagen, wo denn? Dann wollen wir doch mal. Das schaffen wir doch sicherlich. Wobei ich nicht mehr weiß, wo Agnes jetzt ist, aber... ist okay. Ja. Da sollen wir hin, okay. Ich hoffe, ich kann da jetzt irgendwo rein. Irgendwie ja nicht, ne? Ich hoffe, von hier unten... Wir hätten sonst ein kleines Problem. Euer Ernst? Das ist jetzt nicht wahr. Oh, ich glaube das nicht. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten, aus diesem scheiß Bahnhof rauszukommen. Warum ist sie denn nicht von beiden Seiten geöffnet? Oh. Agnes, bitte warte noch einen Moment. Ich habe noch ein Problem. Ich finde den Eingang nicht. Oh mein Gott. Okay, alles gut. So, komme ich jetzt von hier rein? Hä, wo ist dieser... Wo ist denn bitte der Eingang? Das gibt's doch wohl nicht. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für euch, danke. Hier? Oder wo? Ernsthaft, du kannst da nicht rüber? Oh mein Gott. Okay, man hat aber massig Zeit. Alle Blighters. Okay. Dann wollen wir doch mal. Erstmal wieder reinkommen. Das ist schon wieder ein paar Tage her. Aber läuft doch ganz gut. So. Oh Gott. Das war knapp. Ach so, mit noch mehr. Das ist doch großartig. So, komm her, Kumpel. Und jetzt ist meine Combo down, ne? Weil die da am Arsch der Welt sind.
Oh ne, doch noch nicht. Sehr gut. Meine Combo. Sehe nichts. Ach komm schon, du versaust sie mir jetzt, oder was? Ah ne, doch nicht. Okay. Sehr schön. So viel dazu. Und nun? Was wird aus dem Typen, der Agnes verfolgt? Das ist hier die Frage. So. Wer bist du? Nigel Bumble. Warum folgst du uns? Ich will in ihre Gang. Ach, um Himmels Willen, jetzt weiß er, wer wir sind. Na gut, Kleiner. Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen, wenn du keine Angst vor Dreck hast. Ehrlich? Fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Okay. Na gut. Er wollte einfach nur in unsere Gang. Niedlich. Mit diesem Stock versprühst du so eine gewisse Lebensfreude. Natürlich, Jacob. Ich und mein Stock haben eine innere Beziehung als ich und du. Noch etwas. Nigel hatte es nicht anders verdient. Befreien Sie Nigel, indem Sie die belastenden Beweise zerstören. Okay. Wir haben noch Zeit. Nigel war gestern Abend mit der Gang einen trinken. Es gab Stress mit Templern und sie töteten einen. Aber Nigel war zu betrunken, um zu fliehen. Jetzt wollen die Constables ihm den Mord anhängen. Kaum der Gang beigetreten, schon macht er Ärger. Ich glaub das nicht. Oh, Nigel. Was tust du? Mit Nigel reden. Okay. Nigel ist ein bisschen weit weg. Wo bist du, Kumpel? Bist du das? Ich nehme es an. Okay. Nein, ich möchte eigentlich... Kann ich jetzt nicht. Na gut. Ich darf mich nicht, dingsen. Ihr wisst, was ich meine. Schnellreisen. Schnellreisen ist das, was ich gesucht habe. Komm, gib mir mal hier dein Gaul. Kutsche. Und warte mal, bevor ich da irgendwie irritiert bin, mache ich mal hier das weg. Wo bist du bitte, Nigel? Ich glaub das nicht. Und ich darf echt nicht schnell reisen? Ach komm, das machen wir es jetzt einfach so. Ja genau, machen wir die Bahn frei. Komm schon, gibt alles. Gott, dass hier immer so viel Verkehr sein muss, ne? Ich glaub das nicht. Ist doch klar. Ja genau, so ist es recht. So. Bis ich da bin, ist der Part schon wieder zu Ende. Das ist unglaublich. Was haben wir jetzt? 14 Minuten? Na, das machen wir aber noch. Oh, mein, ja, in diesen Tunneln, da sieht man echt immer null. So. Zum Glück habe ich keine edle Kutsche genommen. Du bist echt am Arsch der Welt, Nigel. Das gibt's nicht. Oh mein Gott.
Unglaublich. Ignoriert das bitte. Ich muss irgendwie ankommen. Sieht schön aus hier. The Strand. Oh Gott, wo gehe ich denn jetzt lang hier? Oh mein Gott. Alles gut. Alles cool. Jetzt gleich geschafft, Pferdchen. Dann seid ihr mich los. Ich glaube, da seid ihr aber auch ganz froh drüber. So. Noch 200 Meter. Dann haben wir es endlich geschafft. Weiter. So. Ich würde sagen, das letzte bisschen gehen wir zu Fuß. Apropos, Ivy. Hattest du noch Fähigkeitspunkte? Sie. Okay. Wo hast du die denn her? Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Das ist eine nicht längere Combo. Gegner mit X und wenn sie dann. Wäre vielleicht für den Cletus nicht schlecht, aber Cletus. Ja, wobei, das ist ja egal, ob ich den mit Ivy oder Jacob mache, ne? Schlechter. Okay. Das wäre auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch gut für Jacob. Was haben wir hier? Ah, das wäre vielleicht auch für Ivy ganz gut, den Beute-Takedown. So. Schleichwertung. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Einschüchterung. Messermeister. Adlerauge. Plünderer, das machen wir auf jeden Fall auch für Ivy. So. Verteidigung. Durch Fernkampfschaden. Ich glaube, die spare ich jetzt erstmal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da machen werde. Keine Polizisten? Okay. Der Part ist eigentlich schon rum, aber... Ja. Machen wir es jetzt nochmal. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspar uns allen den Ärger. Ich hab nichts getan. So wahr mir Gott helfe. Miss Ivy, wir haben so viel getrunken und jetzt sagen die, ich sei ein Mörder. Och, Nigel. Ich hatte ein paar zu viel und hab mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's Maul! Polizisten niederschlagen. Niederschlagen. Hi, Kumpels. Ich möchte dich eigentlich nur niederschlagen. Okay. Ich geh da mal. Das machen wir ein anderes Mal, ne? Oh, cool. So. Ich bin noch gar nicht da. Alles gut. Oh, ihr seid ein paar viele, ne?
Wehe, du stichst da rein. Wehe. Och, du Saftsack, ey. Nein, ich wollte ihn eigentlich da hochangeln. Was zum... Du Verdammter! Rauf, Evie, rauf. Das sind solche Saftsäcke, ey. Ja, sicher. Vielleicht hätte ich doch das skillen sollen mit dem Fernkampf. So, jetzt aber. Ich glaub's ja wohl nicht. Toll gemacht, Kumpels. Danke. Okay. So. Das war etwas unglücklich. Ich gebe es zu. Hey, die hat hier nichts zu suchen. Was ist denn jetzt schon? Ernsthaft? Boah, Alter. Ich glaub das nicht. Das ist unglaublich. Wo ist denn hier? Da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Nebenmission machen soll. Vor allem, das wird dadurch jetzt schon wieder zu lang, der Part. Einfach großartig. So, habt ihr es jetzt mal? Wer, Kumpel, wer? Da einfach nicht, ey. Jetzt kommt der... Oh Gott, nee. Du wirst doch bereuen, dich versteckt zu haben. Okay. So. Hälfte haben wir. Vielleicht versuche ich die Nebenmission doch mal. Vielleicht mit ihm. Die stehen da jetzt etwas unglücklich. Etwas sehr unglücklich. Die zwei sind auch etwas blöd. Okay, vielleicht bemerkt der eine mich ja nicht. Vielleicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hätte er zumindest noch gezählt? Wie? Wieso hat er jetzt... Doch, der zählt. Okay, okay, okay. Ah, toll. Meinst du, zu Brei? Das ist ja großartig. Och, nicht euer Ernst. Wieso steht ihr denn hier alle rum? Nein. Ich glaub das nicht. Ist diese Mission... Lag da gerade irgendwie eine Leiche? Wird doch auch noch irgendwo so ein Heuballen. Heukutsche. Heu halt. Da. Da, 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 da. Okay. Nur noch einen.
Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Mal sehen, wie gefährlich du auf freiem Feld bist. Ich sehe sie. Nicht dein Ernst. Ich weiß, dass du dich versteckst. Boah, Alter. Du bist einfach nur ein toter Verbrecher. Geht er mir auf... Gehen die mir auf die Nerven, ne? Wobei ist dieser Heu... Heudingens. Oh, hi. Bevor du mich nervst. So. Jetzt können wir uns endlich mal um die Beweise kümmern. Da ist zwar noch einer. Aber den werde ich hoffentlich gleich irgendwie niederschlagen können. Ach so, halten. Okay. Da liegen zigtausend Zettel und sie reißt nur einen durch. Aber ist okay. So. Verstehst du jetzt etwas bescheiden? Etwas sehr bescheiden. Wehe, du drehst dich jetzt um, ne? Wehe. Nein, 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 nein. Wieso nicht? Jetzt, okay. Oh mein Gott. Ich hätte Schluss machen sollen bei dem Part. Ja, bitte ist viel zu lang, es tut mir leid. Haltet die Passanten fern von dem Blut. Ach, das ist diese Leiche, ne? Die meinen. Okay. Der geht jetzt raus. Och, wieso musst du jetzt ausgerechnet? Ja, sicher. Sicher dreht er sich jetzt in dem... Willst du mich eigentlich nassen? Dreht er so ganz langsam den... Oh Gott, nee. Ich schieße jetzt. Also das ist... Ein bisschen nervig. Nur ein bisschen. Boah, alter Schwede. Das ist echt nervig. Der Verdächtige hat keine Not. Wenn ihr eine Not findet, den passt, ist das ein Liebesurteil. So. Wo latscht der jetzt wieder hin? Der Kerl ist ein Verbrecher, sieht man auf den ersten Blick. Oh Gott, nee. Ich werde bald Unterstützung bekommen. Leute, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.